Which must be gratifying for you to have these Republican business leaders saying, we want to jump on this bandwagon, we have to. Es muss erfreulich für Sie sein, wenn Sie diese republikanischen Wirtschaftsführer sagen hören, wir wollen auf diesen Zug aufspringen, wir müssen es tun. Well, yes, I've long argued that this should not be a partisan issue. And I'm gratified that a lot of people, regardless of political party, are looking at the facts and saying, yes, it's time to move in a big way. And the reason I put out this strategic goal of shifting all of our electricity generation over a 10-year period to renewable sources, and if they can capture and safely store the carbon from fossil fuels, that can be a part of it. But we can't count on that. We need to shift over to renewable energy. Nun ja, ich habe lange gesagt, dass dies nicht ein parteipolitisches Thema sein sollte. Und ich fühle mich geehrt, dass eine Menge Leute unabhängig von ihrer politischen Partei sich die Fakten anschauen und sagen, ja, es ist Zeit, einen großen Schritt zu tun. Und der Grund, warum ich das strategische Ziel ausgegeben habe, unser gesamtes Elektrizitätssystem in einem Zeitraum von 10 Jahren auf erneuerbare Energien umzustellen und, wenn sie es schaffen, das CO2 sicher einzufangen und zu speichern, könnte das ein Teil davon sein. Aber wir können nicht darauf bauen. Wir müssen überwechseln zu erneuerbaren Energien. You know, I don't remember exactly all the factors, but some critics say, solar and wind is not the panacea some people think. It's very expensive. Usually in the summer months, there's less wind when people need more electricity. I sort of read some recent reality check on these alternative energy sources. Do you think you're putting too much stock in these as a panacea for our energy problems? Wissen Sie, ich kann mich nicht genau an alle Fakten erinnern, aber einige Kritiker sagen, Solar und Wind sind nicht die Allheilmittel, wie viele glauben. Es ist sehr teuer. Besonders in den Sommermonaten, wenn die Leute mehr Strom brauchen, gibt es weniger Wind. Ich habe kürzlich einige Machbarkeitsstudien gelesen in Bezug auf diese alternativen Energiequellen. Denken Sie, Sie setzen zu sehr auf diese Aktie als Allheilmittel für unsere Energieprobleme? Not at all, because the older conceptions about solar power and wind power are giving way to the new developments that these scientists and engineers have come up with. Because the price of oil and coal have been going up so much, there's been a lot of investment in getting better ways to convert solar energy into electricity and wind into electricity. That cost has been coming down while the oil and coal has continued to go up. It's now right at the point where it's competitive, and it's true that wind power comes and goes with the wind, but the solar plants that are in the desert areas where the sun's almost always shining, they're pretty steady. And the production actually matches the times of day when we need the most electricity. And the steadiness of that solar power can even out the peaks and valleys of the wind. If you do them both together, they fit like a hand in a glove. Überhaupt nicht. Denn die alten Konzepte zu Solar- und Windenergie machen den Weg frei für die neuen Entwicklungen, die sich die Wissenschaftler und Ingenieure ausgedacht haben. Weil der Preis für Öl und Kohle so stark gestiegen ist, gab es eine Menge Investitionen in die Entwicklung von besseren Technologien, um Solarstrahlung in Strom umzuwandeln, um Wind in Strom umzuwandeln. Die Kosten dafür sind gesunken, während die Kosten für Öl und Kohle gestiegen sind. Wir sind genau an dem Punkt, wo es wettbewerbsfähig ist. Und es stimmt, dass Windenergie mit dem Wind kommt und geht. Aber die Solaranlagen, die in der Wüste stehen, wo die Sonne fast immer scheint, sind stetig. Und die Produktion stimmt wirklich mit den Zeiten des Tages überein, wenn wir den meisten Strom benötigen. Und die Stetigkeit dieser Solarkraft kann die Spitzen und Täler der Windenergie ausgleichen. Wenn Sie beides zusammenführen, passen Sie wie eine Hand in den Handschuh. In his press conference this week, President Bush said it would be presumptuous for him to ask the American people to sacrifice more to deal with this current gas crisis, etc. Do you think it's presumptuous to ask the American people to conserve? In seiner Pressekonferenz in dieser Woche hat Präsident Bush gesagt, es wäre anmaßend von ihm, dem amerikanischen Volk noch mehr Opfer abzuverlangen, um mit dieser aktuellen Benzinkrise umzugehen. Denken Sie, dass es anmaßend ist, vom amerikanischen Volk zu verlangen, zu sparen? I think that the American people
are willing to take a clear view of what our future requires. And now with these gasoline prices continuing to go up, electricity rates climbing rapidly, they know that the oil and coal are not going to come back down in price. They're going to continue to get more expensive. And the new efficiency and improvements that have been made in solar and wind are making them much more attractive. It is time now to make a national commitment to switch over to these renewable systems. And then we can break free of the rising prices from carbon fuels, oil and coal, and we can break free from our dependence on foreign sources like the Persian Gulf. Ich glaube, dass das amerikanische Volk willens ist, einen klaren Blick darauf zu richten, was unsere Zukunft benötigt. Und jetzt, bei diesen Benzinpreisen, die dazu tendieren zu steigen, und schnell steigenden Strompreisen, weiß es, dass Öl- und Kohlepreise nicht mehr sinken werden. Sie werden weiterhin teurer werden. Und die neue Effizienz und Entwicklungen, die im Solar- und Windbereich gemacht wurden, machen diese Energien sehr viel attraktiver. Es ist jetzt an der Zeit, ein nationales Ziel zu setzen, um zu diesen erneuerbaren Systemen zu wechseln. Und dann können wir uns von den steigenden Preisen der Kohlenstofftreibstoffe, Öl und Kohle befreien und von unserer Abhängigkeit von ausländischen Quellen wie denen am Persischen Golf. It really is multi-tiered, isn't it? I mean, it's a national security issue, it's an environmental issue. I mean, it really covers the gamut. Es ist wirklich eine Vielzahl an Themen, nationale Sicherheit, ein Umweltthema. One of the reasons why our country's had such a hard time dealing with this is it does involve national security, energy, the economy and the environment. But there's a common thread that runs through all of it. The key is ending our dependence on carbon-based fuels. And if we grab hold of that thread and pull it, the other problems begin to unravel, and we've got the answer right in our hands. It's to switch over from carbon-based fuels to renewable energy. Einer der Gründe, warum unsere Länder sich so schwer damit taten, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen, ist, dass es Fragen der nationalen Sicherheit beinhaltet, der Energie, der Wirtschaft und der Umwelt. Aber es gibt einen roten Faden, der sich überall hindurchzieht. Der Schlüssel ist die Beendigung unserer Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Und wenn wir diesen Faden ergreifen und daran ziehen, werden sich die anderen Probleme zu entwirren beginnen und wir halten die Antwort direkt in unserer Hand. Es ist der Wechsel von kohlenstoffbasierten Energieträgern zu erneuerbaren Energien. John McCain is much more moderate on climate change than President Bush. He talks about limiting emissions. He does talk about clean coal. He accepts global warming, says it exists. If elected, do you think he would keep his green stripes? John McCain ist sehr viel moderater, was das Thema Klimawandel angeht, als Präsident Bush. Er spricht von der Begrenzung von Emissionen, er spricht von sauberer Kohle. Er akzeptiert die globale Erwärmung, er sagt, dass sie existiert. Wenn er gewählt würde, denken Sie, er würde seinen grünen Anstrich bewahren? I think he deserves credit for having taken leadership positions in years past at a time when it was hard for people in his party to do that. I have to balance that with the expression of a little concern that during this recent campaign, he has seemed to move a little bit toward President Bush. But I give him credit. Having made those early statements and having come up with the policies he used to advocate, he's got to have something in there that tells him what the right thing to do is there. So I try to work with him. Also Senator Obama, who says the right things and has put out a really forward-looking plan on this. So either one of them both of them are way ahead of the current administration. Ich denke, er verdient Anerkennung dafür, dass er Führungspositionen eingenommen hat in der Vergangenheit, in einer Zeit, in der es schwer war für Leute in seiner Partei, das zu tun. Ich muss das ein wenig abwägen mit der Befürchtung, dass es so scheint, dass er in der aktuellen Kampagne sich etwas in die Richtung von Präsident Bush zu bewegen scheint. Aber ich vertraue ihm. Er hat sehr früh einige Stellungnahmen abgegeben. Und wenn man die Politik betrachtet, die er gemacht hat, muss er etwas in sich tragen, das ihm sagt, was das Richtige ist, das zu tun ist. Deshalb versuche ich mit ihm zu arbeiten, ebenfalls mit Senator Obama, der die richtigen Dinge sagt und der einen wirklich nach vorne gerichteten Plan vorgelegt hat. Wer auch immer von beiden, sie beide sind um Längen entfernt von der derzeitigen Administration.